Meine lieben Glaubensfreunde und liebe Geschwister, ich möchte für diese Woche, für die kommende Woche wieder eine Andacht machen über den Johannesbrief, Kapitel 1, also ersten Johannesbrief und dort Kapitel 2 von Vers 9 an bis Vers 11. Wir haben ja schon einiges betrachtet über das im Licht sein. Und ich hatte das letzte Mal schon gesagt, wir müssen dahin kommen, wo der Johannes seinen Kernpunkt sieht. Wenn er schon vom Licht und von der Finsternis spricht, dann ist es ganz wichtig, dass wir wissen, was er damit meint. Lesen wir den Text, den ersten, in diesem Abschnitt. Wer behauptet, im Licht zu sein, und dabei seinen Bruder hasst, in der Finsternis ist er bis zur Stunde. Bei diesem Satz des Johannes müssen wir uns sofort sprachlich klar machen, was hier von ihm gemeint ist. Wie auch an anderen Stellen in der Bibel wird das Wort hassen in einem viel weiteren Sinne zu verstehen sein, als wir das heute tun. Also wir verstehen unter Hass etwas ganz anderes oder längst nicht das, was die Bibel darunter versteht. Hassen ist bei uns so richtig wütend, jemand ablehnen, nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen. Da ist viel passiert. Wenn man aber das Neue Testament und die Schilderung des Alten Testamentes nimmt, zum Beispiel in 5. Mose 21 werden die Begriffe auch gebraucht in Bezug auf eine Frau, dann stellen wir fest, dass hier was ganz anders gemeint ist. Die revidierte Luther-Übersetzung spricht darum von einer geliebten und der ungeliebten Frau. Wenn man das jetzt überträgt, dann vollzieht sich das Hassen des Bruders bereits in jeder Form der Lieblosigkeit ihm gegenüber. Zum Beispiel in der Kaltheit, in der Gleichgültigkeit, des nicht an ihm Anteilnehmens. Es besteht auch in der Abneigung und Abwehr, die unter der Decke der Freundlichkeit immer wieder doch vorhanden ist. Man tut so, als ob, aber in Wirklichkeit will man gar nichts mit ihm zu tun haben. Alles dies fällt für Johannes schon unter das Wort Hass, wie es für Jesus in der Auslegung des 5. Gebotes schon ein Töten des Bruders war, wenn man ein falsches Wort zum Bruder sagt. Und Johannes hat ganz klar gesehen, im Verhältnis zum Bruder, oder wir nehmen die Schwester hinzu, natürlich, gibt es keine Neutralität. Aber eins ist wichtig hier zu verstehen, dass es sich hier wirklich um den Bruder und die Schwester in der Gemeinde handelt. Hier ist nicht der Bruder von der Straße, der Ungläubige gemeint. Zunächst einmal. Johannes sieht den neugeborenen Menschen als den Bruder und die Schwester. Ähnlich wie der Apostel Petrus das im 2. Petrusbrief ja tut, da wo er den Plan des Wachstums aufzeigt, da sagt er ja dann irgendwann, aus der Liebe zu Gott entsteht die Liebe zu den Brüdern, Schwestern und dann schließlich zu allen Menschen. Das heißt, man sieht ein Wachstum. Wenn also die Liebe zum Bruder und der Schwester nicht da ist, die ja Jesus angenommen haben, wie soll dann Liebe zu allen Menschen möglich werden? Neutralität gegenüber dem Bruder wäre als solches schon Verweigerung der Liebe und in diesem Sinne bereits ein Hassen des Bruders. Verweigerung der Bruderschaft und der Schwesternschaft ist also schon Hass. Das berührt mich sehr stark. Wie oft finden wir Meinungsverschiedenheiten in den Gemeinden? Wie oft sind Auseinandersetzungen da, wo es nicht nötig wäre? Keiner kann sich also diesem Wort des Johannes entziehen, dass er sagt, er hasst doch seinen Bruder gar nicht. Also wenn du sagst,
Naja, wieso? Hassen tue ich doch meinen Bruder. Ich will nur nichts mit ihm zu tun haben. Über den, der so seinen Bruder hasst, in diesem Sinne, wie der Johannes das meint, wird kein moralisches Urteil von Johannes gefällt. Nicht einmal das Wort Lüge oder Lügner erscheint hier, wie das ja am Anfang des Kapitels zu sehen ist, bei denen, die die Wahrheit leugnen oder die Sünde leugnen. Aber eins wird ganz klar und deutlich, das ist die eigentliche Wirklichkeit im Leben eines solchen Menschen, wird einfach festgestellt, nämlich in der Finsternis ist er bis zur Stunde. So steht da in dem Text. In der Finsternis ist er bis zur Stunde. Finsternis und Nacht sind umfassende Bildworte, gleichnishafte Worte und sollen es ja auch bleiben. Es gibt vieles, was in unserem Leben finster ist. Leid, also die ganze Finsternis der Krankheit und der Not und der Kriege und so weiter. Aber das Hassen des Bruders ist ein zentrales Wesen der Finsternis. Genauso wie das Lieben ein wesentlicher Teil des leuchtenden Lichtes ist. Und darum kann Johannes fortfahren, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Und kein Anstoß ist in ihm vorhanden. Das Leben eines solchen Menschen mag vielleicht persönlich recht dunkel sein. Vielleicht ein Leben in Sorgen und Schmerz, Armut und was nicht alles. Trotzdem bleibt der Mensch im Licht, weil er die herrliche Botschaft in sich trägt, nämlich die Liebe zu seinem Bruder und zu seiner Schwester. Und dann heißt es weiter, wer aber seinen Bruder hasst, und jetzt achtet darauf, in der Finsternis ist er. Und in der Finsternis wandelt er und weiß nicht, wo er hingeht, weil die Finsternis seiner Augen blind gemacht hat. Was für ein Wort. Und das ist wieder so bezeichnend für Johannes. Er moralisiert damit nicht. Er macht kein moralisches Urteil, trifft er über denjenigen, der so eingestellt ist, oder über die künftige Strafe. Sondern er ist da ganz sachlich. Und in dieser Sachlichkeit drückt sich aber etwas sehr Knallhartes aus. Er zeigt einfach nur auf, wie ein Leben aussieht, wenn es von der Lieblosigkeit gegenüber dem Bruder, der doch zu Jesus gehört, der doch Jesus angenommen hat, der doch genauso wie er mit Jesus leben will, wie dieses Leben bestimmt ist von dieser Lieblosigkeit. Johannes unterstreicht diesen Ernst der Lage durch einen doppelten Ausdruck in diesem Text. In der Finsternis ist er und in der Finsternis wandelt er. An dieser schrecklichen Wirklichkeit ändert sich kein selbstgefälliges Reden. Ein solcher Mensch weiß nicht, wo er hingeht, steht er. Er treibt durch sein Leben. Wo wird er mit diesem seinem Leben einmal enden? Freilich, es mag ihm schwer fallen, das zu lernen, aber er muss es lernen, seinen Bruder zu lieben. Aber wenn er in der Finsternis bleibt, dann wird er blind. Dieser Lieblose kann nicht mehr sehen. Der Lieblose ist blind für die Wirklichkeit. Er kann sich darum auch nicht mehr vorstellen, dass es ein anderes Leben, ein Leben im Licht gibt. Er hält ja sein dunkles, kaltes, zielloses Leben für normal, zumal er die gleichen blind gemachten Menschen ja um sich hat. Und eins sollten wir ganz klar wissen, meine Lieben. Die Gemeinde muss wissen, dass es solche von der Finsternis des Hasses blind gewordenen gerade unter denen gibt. Ich muss es leider sagen, die sich auf besondere Weise rühmen, im Licht zu sein und das Licht hoher Erkenntnis zu besitzen.
Es gibt überhaupt keinen unbestechlichen Prüfstein. Als nur den einen, an dem sich die Wahrheit erweist. Und das ist eine Frage. Eine Frage, die ich hier stelle. Ist Liebe zum Bruder und der Schwester bei dir da oder nicht? Ist es nicht da, solltest du wissen, dass du blind bist und lebst in der Finsternis. Und zwar ist die Finsternis tiefer als die Finsternis eines gottlosen Menschen, der von Jesus noch nie was gehört hat. Und deshalb tu alles, dass Streitigkeiten in der Gemeinde aufhören. O Gott, ich bitte dich darum, hilf du denen, die lieblos in der Gemeinde sind, in der Finsternis leben, die dich nicht mehr so ernst nehmen, aus dem versöhnenden Blut Jesu heraus den Bruder und die Schwester zu lieben. Vater im Himmel, bitte, lass alle Rechthaberei aufhören. Lass diese blinden Menschen, Brüder und Schwestern erkennen, dass sie in der Finsternis wandeln. In einer tieferen Finsternis, als der Mensch, der dich nicht kennt. Segne diese Woche. Jeden Einzelnen, Herr, segne dich. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Gute Woche.